Und in Berlin begrüße ich Anna Löhrmann, Staatsministerin für Europa und Klima. Guten Abend. Guten Abend. Wenn Macron warnt, dass Europa sterblich sei und sterben könne, dann muss man ein bisschen daran denken, dass er die NATO schon mal als Hirntod bezeichnet hat. Neigt er nur zu drastischen Formulierungen oder ist die Lage so ernst? Naja, er hat ja auch selber gesagt, dass in der Tat die NATO mittlerweile sehr eng zusammengerückt ist, um hier auch Unterstützung zu leisten. Auch wir als NATO-Mitgliedsländer auch mit Unterstützung mit Waffenlieferungen Richtung Ukraine leisten zum Beispiel. Und ich verstehe seine Rede jetzt auch als einen Weckruf an die EU, dass wir verstehen müssen, dass wir in der Tat bedroht sind von außen, von Russland, aber auch durch wirtschaftliche Entwicklungen, durch Wettbewerbsverzerrungen einiger Marktteilnehmer und dass wir deswegen wirklich enger zusammenrücken müssen, um Europa stärker zu machen, resilienter zu machen. Und wir müssen auch, so habe ich ihn verstanden, mehr Europa wagen. Was sagen Sie zu dem Vorschlag für eine über Fonds der EU finanzierte beschleunigte Aufrüstung, um die Bedrohung Russlands gewachsen zu sein? Das ist ein Thema, über das wir jetzt seit mehreren Monaten schon sehr intensiv in Brüssel auch diskutieren. Die EU-Kommission hat auch bereits Vorschläge gemacht, wie es gelingen kann, dass die europäische Rüstungsindustrie enger zusammenarbeitet. Ich glaube, das ist wirklich nötig, weil momentan sind wir in einer Situation, dass wir als EU-Mitgliedstaaten gegeneinander bieten auf dem Markt und dadurch auch Preise nach oben treiben. Wir gleichzeitig auch Probleme haben, jetzt in der gebotenen Eile auch Munitionslieferungen zum Beispiel an die Ukraine zu liefern, auch Luftverteidigung. Und ich war jetzt kürzlich in Litauen, um dort auch das Vorauskommando der deutschen Brigade dort zu besuchen. Und das unterstreicht nochmal ganz dringlich, dass wir uns wirklich vorbereiten müssen, dass wir bereit sein müssen, auch hier Europa gegen Bedrohungen zu verteidigen. Nur so können wir unsere Demokratie auch dauerhaft schützen. Aber wie würde sich so ein Finanzierungsvorschlag wie der von Macron auf die deutsche Debatte über die Schuldenbremse auswirken? Ich glaube, jetzt muss man erstmal sich zusammensetzen, wie wir das ja im deutsch-französischen Verhältnis ja regelmäßig machen und genau darüber diskutieren, was da gemeint ist. Die Verteidigungsminister treffen sich ja auch gerade in diesen Tagen, um weite Kooperationen im Bereich zum Beispiel Panzer und Ähnlichem auch ganz konkret zu besprechen. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, wirklich auch Lösungen zu finden, die schnell umsetzbar sind, die schnell auch Mehrheiten finden können in Europa. Und ich glaube, im Ziel sind wir uns alle einig, dass wir eine effizientere Fähigkeitsaufbau brauchen, dass wir eine resilientere Demokratie auch brauchen. Und dazu gehört Investitionen in Verteidigung, in Rüstung auch. Aber es gehört eben auch Investitionen in Diplomatie dazu. Ich habe das Stichwort Litauen gerade genannt. Es ist kaum denkbar, da so viele Soldatinnen und Soldaten zu stationieren, ohne auch gleichzeitig auch diplomatische Unterstützung auch zu geben. Das Gleiche gilt auch für das Thema der Verteidigung unserer Demokratie. Da geht es zum einen natürlich um Bedrohungen von außen, aber eben auch um hybride Bedrohungen in Deutschland. Es sind ja jetzt auch wiederholt hier Spione enttarnt worden, Desinformationsnetzwerke. Wir haben im Auswärtigen Amt ein ganzes Bots-Netzwerk enttarnt auf X, was zum Ziel hatte, die deutschen Bevölkerung zu verunsichern. Und dagegen müssen wir uns auch stärken und deswegen gerade in Europa auch enger zusammenarbeiten beim Thema Desinformation. Und genau deswegen fahre ich am Sonntag schon nach Paris, um mit meinem französischen Kollegen und auch meinem polnischen Kollegen übrigens im Rahmen des Weimarer Dreiecks ganz konkret daran zu arbeiten, wie wir jetzt solche Vorschläge auch umsetzen können. Bleiben wir noch mal kurz beim Geld. Es müsse in der EU, sagt er, eine Bevorzugung europäischer Produkte geben. Was würde das auslösen? Ja, ich glaube, das langfristige Ziel oder mittelfristige Ziel, was er vor Augen hat, das ist ein ganz wichtiges, nämlich dass wir hier auch in der Lage sind, resilient zu sein und auch wichtige Produkte für uns, sei es im Verteidigungsbereich, aber auch im Energiebereich zum Beispiel, in der EU selber herzustellen. Es ist ja momentan zum Beispiel so, dass wir 95% unserer Solarzellen aus einem einzigen Land importieren, nämlich aus China. Und hier müssen wir ganz klar das Risiko diversifizieren und uns nicht so stark abhängig machen
von einem Lieferanten. Und genau darüber müssen wir jetzt konkret reden. Da liegen auch schon einige Vorschläge auf dem Tisch, wie sowas laufen kann. Wichtig dabei ist aber auch, dass wir kurzfristigen Beschaffungsbedarf, wie zum Beispiel jetzt für die Ukraine bei Munition, eben nicht künstlich verlängern, sondern da auch, wie wir jetzt ja auch gerade machen mit einer tschechischen Initiative zum Munitionsaufkauf, wirklich das aufkaufen, was auf dem Weltmarkt da ist, um es schnell auch der Ukraine zu ihrer Verteidigung zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank, Anna Löhmann, Staatsministerin für Europa und Klima. Danke auch und merci beaucoup.